Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria Wien gegen Altach 5:1. Ich darf dich bitten, Peter, kurz ein Statement zum Spiel abzugeben. Waren ja zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, denke ich. Ja, also es war ja erste Halbzeit, war nicht viel von dem, was wir sehen wollten. Einzig und allein Patrick Benz, der uns im Spiel gehalten hat. Wir haben wenig von dem gezeigt, was wir sehen wollten, was Passspiel betrifft, was Bewegung im Offensivbereich betrifft, was Tiefgang betrifft, was Abschlüsse betrifft auf dem nassen Boden. Wenig von dem war zu sehen bis nichts. Zweite Halbzeit mit einer Variante, mit derselben Elf zwar, aber mit einem Umstellen, dass wir dann den Pichler zum Mondschein dazufahren gegeben haben und den Fitz ein bisschen über die Außenpositionen spielen haben lassen, dass er ein bisschen mehr Freiräume kriegt. Wir haben geglaubt auch, dass es leichter ist für ihn aus dem Zentrum zu spielen. Nachdem über die Außenverteidiger aber weniger offensiv von den Altachern gekommen ist, haben wir auch gewusst, er wird in dem Bereich dann auch mehr Bälle bekommen. Das war dann Gott sei Dank auch so der Fall. Zweite Halbzeit haben wir vieles von dem gesehen, was wir eigentlich die ganze Woche besprochen haben, was wir haben wollen. Abschlüsse, natürlich da oder dort auch ein bisschen Glück. Auch beim Ausgleichstor nehmen wir jetzt einmal für unsere Entscheidung mit, die für uns war, was wir in den letzten Wochen gar nichts gehabt haben. An Elfmetersituationen für uns haben wir heute einmal, also eine Abseitssituation, ist 1-1 gemacht. Aber wie sie dann weitergetan haben und wie sie draufgeblieben sind, das hat mir dann schon ganz gut gefallen, das muss ich echt sagen. Und das war dann auch beeindruckend und da war ich dann auch sehr zufrieden. Ja. Dankeschön, Peter. Für Fragen bitte Handzeichen. Philipp kommt mit dem Mikro vorbei. Peter Glöbel, Kronenzeitung beginnt. Peter, der Schösse war zuerst da, das als Kinderfußball bezeichnet, was ihr vor der Pause gespielt habt. Dem wirst du zustimmen. Was hast du in der Pause gesagt? Welche Worte findet man da eigentlich? Oder hast du nur umgestellt in dem Sinn? Nein, also wir haben, es gibt da immer zwei Bereiche. Das eine ist der Bereich, wie du die Jungs halt anpacken musst. Das zweite ist der taktische Bereich. Im taktischen Bereich haben wir eben diese eine Veränderung vorgenommen, nochmal klar angesprochen, welche Positionen wir heute anspielbar haben wollen im Offensivbereich, nämlich die Achterpositionen, die wir überhaupt nicht gehabt haben. Alles, was halbwegs gefährlich werden hätte können in der ersten Halbzeit, war über Halbpositionen, wo du dann weiterkommst Richtung letzte Kette, und das haben wir gar nicht gehabt. Das war zweite Halbzeit dann auch besser. Und der Schöße hat natürlich vollkommen recht, dass das Kinderfußball war, wenn man so titulieren möchte, weil wir haben keine Körperlichkeit im Spiel gehabt, was auch klar ist mit der Formation, die wir gehabt haben. Da sind viele technisch feine Fußballer, aber du musst irgendwas am Platz bringen. Irgendwas bedeutet, wenn du die Körperlichkeit nicht hast, dann musst du im Passspiel so gut sein oder in der Laufbereitschaft, dass du mehr und mehr Situationen kreierst. Und wir waren nicht fleißig im Laufen, wir waren nicht gut im Passspiel und wir waren nicht vorhanden in den Zweikämpfen. Und das am Ende des Tages ist halt dann nicht Bundesliga, sondern das ist eben dann, schauen einmal, ob diese Qualität abgerufen wird und du wartest darauf, dass was passiert. Und so funktioniert Bundesliga halt nicht. Und das, was er gemeint hat, da waren wir, ohne dass wir uns abgesprochen haben, auch in der Pause, einer Meinung. Das heißt, wir sind reingegangen und haben gesagt, hat ein bisschen was von Kinderfußball. Und als ich in die Kabine gekommen bin, sind diese Worte auch schon gefallen. Also, da bin ich bei ihm. Und zweite Halbzeit haben dieselben Jungs gespielt. Und die sind deswegen nicht zweikampfstärker geworden. Aber wenn du in der Bewegung bist und wenn du dein Passspiel so hast, dass du deine Qualität ausspielst, die Technik, das Tempo, die Passgenauigkeit, dann brauchst du auch nicht so viele Zweikämpfe. Aber irgendwas musst du anbieten, sonst kannst du kein Bundesligaspiel gewinnen. Und das war ja selbst sehr offensichtlich. Stefan Oellerer, Önews. Meine Frage war, was hat mehr geholfen, das rasche Tor oder die Umstellung in der zweiten Halbzeit? Ja, also so ein Ausgleich gleich nach der Pause ist natürlich für die Mannschaft, die was aufholen muss, ein Segen, und für die, die rausgeht und sich was vornimmt, wie sie quasi den Vorsprung entweder versucht auszubauen oder zu verteidigen, natürlich ein Schlag ins Gesicht. Also das ist schon klar, also das wünscht man sich als Trainer der Mannschaft, die in Führung ist, auf keinen Fall.
Aber trotzdem, es war ja dann auch so, dass wir noch eine 1-1-Situation gehabt haben, wo man noch in Rückstand geraten hätte können, wo der Schössi auf der Linie gerettet hat. Und da war dann für mich dann schon spannend zu sehen, wie sie jetzt darauf reagieren. Mit dem Ausgleich, wieder mit einer Torschance, die die Altacher gehabt haben, was sie daraus machen, ob sie wieder quasi in das Muster von der ersten Halbzeit verfallen, dass sie nichts tun, und sie haben genau weitergetan. Also es war schon beides notwendig. Der Ausgleich, klar, hat uns gut getan, aber dass sie dann weitergetan haben und versucht haben, Sachen auch umzusetzen in ihrer Qualität mit den, sage ich, den Anweisungen, die wir dann gegeben haben, das war schon beides notwendig, klar. Alex Strecher vom Kurier. Nein. Eine Nachfrage noch. Bitte. Die Umstellung der Abwehr aus den verletzungsbedingten Gründen, war das auch ein Grund, dass man nicht in das Spiel so gefunden hat? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube es deswegen nicht, weil wir uns, also wenn noch wer vom Gefühl her aktiv war, war es der Wimmer über die Außenposition, der mal aufgezogen ist und versucht hat, Tempo aufzunehmen in der ersten Halbzeit. Der Teig ist für sowieso eine Position, die er natürlich interpretieren kann, die er ja jahrelang auch gespielt hat, ob davor oder dahinter, das ist immer eine Option für uns. Sondern es ist daran gelegen, dass wir unsere kreativen Spieler halt ganz einfach nicht ins Spiel gebracht haben. Das heißt, da war zu wenig Bewegung in dem Bereich, falsche Positionen angelaufen, auch nicht bereit, sich so zu bewegen, dass du nicht in Zweikämpfe kommst. Das war klar, dass die dann in dem Bereich einen Vorteil haben werden, und das war zweite Halbzeit dann ganz einfach anders, und es war halt besser, und das hat meiner Meinung nach mit den Außenpositionen eigentlich nichts zu tun, weil die zwei Außenverteidiger eher sogar offensiv, weit offensiv orientiertere Spieler sind, die nur Unterstützung sein hätten müssen, und die Unterstützung haben wir gar nicht ausnutzen können, weil wir diese Bälle gar nicht gehabt haben in dem Bereich, also das hat mit dem nichts zu tun gehabt. Alex Strecher, Kurier, bitte Alex. Du setzt ja auf den Routinier Schösswinter. Braucht diese Mannschaft genau solche Typen? Der lässt sich die Hand zutepen, hat sich ja Schmerzmittel rein, spielt weiter, andere lassen sich eventuell austauschen, rettet auf der Linie, macht ein Tor. Also für einen Trainer wahrscheinlich extrem wichtig, solche Typen dann zu haben. Also ich glaube, die Mischung, die wir zusammen gestellt haben, so im Laufe der Saison, ist total richtig. Da sind einige sehr, sehr hoffnungsvolle Spieler dabei und einige arrivierte Spieler, die mal schon gezeigt haben, dass sie richtig gut sein können und jetzt Spaß haben, hier zu arbeiten. Und ich habe auch mit denen ganz einfach Spaß, das Projekt jetzt hier zu begleiten. Schössi ist ein total verlässlicher Partner, muss man echt sagen. Ist für uns auch wichtig, weil wir natürlich auch mit dem Michi Madl da normalerweise jemanden hätten, der aber doch auch immer wieder verletzungstechnisch jetzt dann nicht zur Verfügung steht, und der Mannschaft tut ganz einfach jemand gut, der das von hinten ein bisschen zu organisieren versucht, und das ist okay, und es ist halt einer, der auch wirklich so versucht, über seine Schmerzgrenzen zu gehen. In Salzburg in der Pause mit seiner Muskelverhärtung haben wir eigentlich vor sich selber schützen müssen, indem wir gesagt haben, nein, das ist riesig, sonst zu groß, und es war gut, weil er überhaupt der nächste Woche dann wieder da. Also er ist einer, der drüber geht, und imponiert mir schon sehr, das muss ich echt sagen. Also so Spieler tun auch den jungen Spielern gut, weil sie sehen, was in dem Bereich auch notwendig ist, ob das dann eben der Schössi ist oder ob es der Teigl ist, ob es der Sutti ist. Also die leben dann schon auch einiges vor, was für die jungen Spieler halt auch wichtig ist, dass sie es erkennen. Heißt nicht, dass alle alles immer umsetzen, aber mal ist es auch gut, was zu sehen, was notwendig ist. Thomas Schenk von der APA. Und bei den jungen Spielern, der Dominik Fitz und der Manfred Zakaria haben vor der Pause weniger zusammengebracht, sage ich jetzt einmal. Ja. Dann haben sie beide zwei Tore geschossen. Vor allem der Dominik Fitz hat dann auch mal Spezialanweisungen mitbekommen bei den beiden. Wie schaut man da, dass man da die Leistungen konstanter vielleicht ein bisschen, oder wie doch die Grenze doch sehr eng ist zwischen Licht und Schatten? Also wie soll ich sagen, der eine Bereich ist ihr Talent, das sie mitbringen, und wir müssen daran arbeiten, dass sie
dass ihr Talent eine Qualität wird, weil Qualität ist halt sein Talent auf sehr hohem Niveau über einen langen Zeitraum abzurufen, ne? Und das haben sie halt noch nicht drauf. Es wird keiner darüber diskutieren, dass es sehr, sehr talentierte Spieler sind, die einen Unterschied ausmachen können, beide. Aber sie müssen halt konstanter werden. Und das ist das, du musst es halt versuchen, immer einzufordern. Das ist das, was ich dem Vize halt auch gesagt habe dann. Dass gewisse Dinge dann halt auch kein Zufall sind, dass er halt dann gefährlicher wird, wenn er mal ein bisschen mehr macht, ein bisschen aktiver ist, sich auch darauf einstellt, dass Jungs ihn versuchen zu attackieren und er damit leben muss und nicht mit sich hadern darf, wenn er halt gefault wird, weil das ist auch ein Zeichen, dass er schwer zu verteidigen ist und er darf sich halt nicht aus dem Spiel bringen. Ne? Und das ist beim Vize passiert das manchmal und an dem werden wir arbeiten, weil ich glaube, dass er ein großartiger Fußballspieler ist. Und beim Manni ist es halt so, dass der, wie soll ich sagen, der Manni ist ein total liebenswerter Junge, der total chilliger Bursche ist und dem muss man halt schauen, dass der auf Temperatur kommt. Und wenn er auf Temperatur kommt und es ihm Spaß macht, dann ist der halt auch ein begnadeter Fußballspieler. Es ist jeder so, wie er ist und wir wollen und Werner kann charakterlich verändern. Wir wollen sie halt versuchen zu begleiten, dass sie fußballerisch weiterkommen. Peter Klöbel nochmal, Kronenzeitung, bitte, Peter. Peter, jetzt haben wir gestern auch gesprochen vom Spiel der letzten Chance. Das ist jetzt genutzt worden, jetzt parallel mit der zweiten Halbzeit. Glaubst du, dass ein Ruck durch die Mannschaft gehen kann, durch diese Halbzeit auch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie... Auch, also was für einzelne Spieler gilt, gilt ja für die ganze Mannschaft auch. Ne? Also Qualität ist, wenn du es über einen längeren Zeitraum ganz einfach hinkriegst. Ne? Und jetzt schauen wir mal, was die nächsten Partien halt dann noch bringen. Ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt dann, wie soll man sagen, das jetzt dann der erste Befreiungsschlag ist und da glauben wir alle dran. Also ich glaube, sie wissen schon, was sie als Mannschaft leisten könnten, aber was sie dafür brauchen. Und mal ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn du nicht reinkommst, dass sie es nochmal korrigieren. Also das ist ja auch, hat mit Erfahrungswerten zu tun, mit einer Selbstverständlichkeit. Das ist in dieser Mannschaft halt auch logischerweise noch nicht so drinnen. Und wir brauchen halt diese Selbstverständlichkeit, dass sie ihre Sachen abrufen. Ne? Das hat ein bisschen was mit Routine zu tun, deswegen sind wir auch froh, wenn wir den einen oder anderen Revierterin drinnen haben, der das dann auch klar anspricht und dass das auch so wahrgenommen wird. Aber wir müssen ordentlich Fußball spielen, das war erste Halbzeit zu wenig, das war zweite Halbzeit in Ordnung und an dem werden wir uns dann auch weiter orientieren und schauen, was, ob es sich ausgeht oder eben nicht ausgeht. Nicht? Aber leichtsinnig wollen wir es nicht liegen lassen und das ist das Entscheidende. Gut, alles beantwortet? Dann sagen wir Dankeschön, okay. Wünschen schönen Samstagabend, schönen Sonntag. Danke.